Einen wunderschönen guten Morgen. Ich stehe jetzt hier vor der Rote Steinhöhle. Und zwar will ich heute mal reingehen. Und wenn ihr heute mal Lust habt, mich zu begleiten bei so einer schönen Höhlentour, dann kommt einfach mit und bleibt dran. Und viel Spaß mit diesem Video. So, ich befinde mich jetzt hier am Eingang. Ich muss mich jetzt erstmal hier so durchzwängen. Kann ich so einfach hier durchzukommen? So, den Eingang habe ich geschafft. Also gehen wir jetzt mal nach unten. Ist ja noch ein ziemlich breiter Gang hier. So, dann schauen wir mal, wo es jetzt hier hingeht. Sieht erstmal aus, als ob es nach unten geht oder nach da hinten. Wir schauen. Oder vielleicht hier um die Ecke. Ich würde sagen, hier geht ein Gang weg. Und hier hinten. Man glaubt es nicht, da ist wirklich ein Gang. Also es geht jetzt hier dieses kleine Loch nach unten. Das wird jetzt sehr interessant. Ja, ich bin dann vielleicht ein bisschen zu dick. Ich weiß auch nicht, ob das da noch weitergeht oder ob das da versiegt. Ja, ich werde erstmal den anderen Gang nehmen. Ich werde das jetzt erstmal sein lassen. Also von hier oben bin ich gekommen. Hier zeigt übrigens auch der Pfeil hin, dass es nach unten geht. Und gehen wir erstmal den Gang hier weiter hinter. Es kann auch sein, dass es der Gang ist, der Spalt, da rausgekommen. Ich denke mal, ja. Kann man sich eigentlich sparen. Jetzt gehen wir also geradeaus weiter. Schöner langer Gang. Ja, wenn man jetzt hier so durchgeht, kann man sich erstmal schon mal hier diese ganze Versinterung angucken. Sieht schon sehr interessant aus. Das sieht echt nicht schlecht aus. Ja, hier vor mir ist dann so ein Fixseil. Da kann man dann hochklettern. Sonst kommst du hier wahrscheinlich nicht hoch.
Bin erstmal hier oben angekommen. Ich habe euch dann mal wieder aus der Tasche geholt. Das war mir dann doch ein bisschen zu gefährlich. So, dann werden wir mal weitergehen. Geht's jetzt hier den Gang weiter? Sieht zumindest nicht so klein aus. Hat sich doch gelohnt. Wieder Tropfsteine ohne Ende hier. Und ich glaube, da hinter den Tropfsteinen geht es weiter nach hinten. So, ich zeige euch erstmal, wo wir sind. Also hier sieht sehr interessant aus, diese Tropfsteine. Und hier der hier am Eingang sieht auch nicht so schlecht aus. Und dann geht es jetzt dieses schmale Loch weiter nach hinten. Man denkt, dass es hier weitergeht. Nein, das ist eine Sackgasse. Aber man weiß nie. Vielleicht findet man noch einen anderen Gang hier. Hier fließt übrigens das Wasser ab. Und da unten ist noch eine riesengroße Halle. Ich weiß zwar nicht, ob das der andere Gang, bevor ich vorhin hochgekommen bin, ist. Ich werde es dann mal versuchen. So, hier oberhalb geht es auch nicht weiter. So, da müssen wir mal überall in alle Ritzen schauen. Vielleicht gibt es ja doch noch einen Gang. Ich denke mal, das war's dann. Ja, ich habe jetzt da hinten in der Halle ein paar Fotos gemacht, die ich euch jetzt hier zeige. Und dann gehen wir doch mal den anderen Gang weiter. Hier geht es eigentlich jetzt wieder runter. Jetzt habe ich mal hier hinter geguckt. Hier scheint irgendwie doch noch ein Gang nach hinten zu gehen. Aber leider ist das jetzt hier auch eine Sackgasse. Hier geht es auch nicht mal weiter. Hier geht es über die Platte hier gekrochen. Ich muss auch so wieder rauskriegen. Sonst komme ich mit den Spalten nicht klar, den es da vorne gibt. Das ist nämlich nicht so einfach. Denn das ist hier der Spalt, da macht es sich am besten, man stützt sich gegen beide Felsen ab und setzt sich hier auf die Platte und stützt sich hier auf der anderen Seite ab. Und dann kann man so langsam wieder vorrutschen. Es geht gut, aber wenn man weiß, dass da hinten nichts ist, sage ich jetzt, lohnt sich nicht. Ich steige jetzt hier wieder ab in den Seil. Ich sage mal, hoffentlich hält es noch. Das nehme ich immer so eine markante Sache hier. Das ist nämlich schon ganz schön hier beschädigt. Mich wird es heute noch halten. Hoffentlich kontrolliert das auch ab und zu mal einer.
Also ich bin jetzt hier wieder hier runtergeklettert. Und da geht jetzt hier noch ein Gang weiter. Zu beachten sind auch hier gleich diese starken Versinterungen. Das wächst hier wie es böse. Kann man eigentlich gut erkennen. So, da werden wir mal schauen, ob wir noch was Interessantes sehen. Vielleicht hört sie auch hier schon da auf. Ich glaube, das war's schon. Naja, dann war es ein schneller Höhlenbesuch. Könnt ihr euch noch vorhin an das Loch erinnern? Ich hatte recht, ich stehe jetzt genau in der unteren Halle. So klein ist das manchmal. Na gut. Da hat der Spaß schon wieder mal ein Ende heute. So, hier geht es dann wieder in Richtung Ausgang. Hier an diesen Felsen vorbei. Und da geht es diesen schmalen Gang wieder vor. Ich denke mal, das ist jetzt nicht mehr so spektakulär. Nur von der anderen Richtung sieht es halt mal ein bisschen anders noch aus. Ich lasse einfach mal die Kamera laufen. Warte mal, der hier sieht auch nicht schlecht aus. Ja. So, hier vorne sind wir dann an der Ecke wieder. Geht es dann gleich wieder links rum. Jetzt muss ich bloß noch diesen Absatz hier hoch. Und dann geht es gleich hier links lang. Aber ich gucke noch mal hier nach oben. Das sieht auch nicht schlecht aus. Man läuft immer so schnell vorbei. So, ich schaue noch mal hier unten runter. Was ist das noch für ein Gang? Er sieht auf jeden Fall noch mal interessant aus. Der geht bestimmt noch ein Stückchen. Und guckt euch mal diese spektakuläre Spinne an. Oh, herrlich. Auf jeden Fall noch mal lohnenswert. Ich nenne es noch mal der Weg unter dem Eingang. Hat, glaube ich, auch einen ganz bestimmten Namen. Mir fällt er jetzt gerade nicht ein. Da kann man nämlich noch mal bis zum Eingang kriechen, glaube ich. Ich werde es mal tun. Genau, das zeige ich euch gleich. So. Denn da vorne, da guckt mich etwas Grünes an. Hier zieht es nämlich. Theoretisch könnte man hier raus, aber ich würde sagen, hier gibt es ein Problem. Hier bin ich wahrscheinlich auf irgendeiner Felswand. Hier sieht nicht so aus. Könnte man wahrscheinlich auch theoretisch rein und raus. Ja, ein bisschen nicht so dick ist.
Gut, da gehen wir jetzt auch hier wieder zurück. Ich muss mich sowieso gleich wieder weglegen. Jetzt wird es noch mal ein bisschen flach. Aber ich denke, das reicht doch heute. Ich bin nämlich schon ganz schön geschafft. Nun gut, dass ich heute keine Wanderung mehr vorhabe. Nur nach Hause fahre. Scheiße, hier sind auch nicht alle Steine mehr stabil. So, jetzt befinde ich mich wieder in dem oberen Gang und hier vorne ist jetzt auch schon der Ausgang. So. Ja, hier das Loch nochmal von der anderen Seite. Man kommt echt wirklich ran. Hier kann man wirklich reinrutschen. Ja, da bin ich jetzt auch wieder zurück. Die Höhle war sehr interessant, hat mir eigentlich gefallen, war nicht sehr groß, war einfach nicht ganz so weit. Aber es waren etliche Gänge, die man bekriechen musste. Vor allen Dingen der letzte, der hat es nochmal in sich. Also mir hat es wirklich Spaß gemacht. Kann ich jedem empfehlen, das mal zu machen. Also ich in meinem Anzug, da sah ich auch schon aus wie ein Schwein. Nur gut, dass ich den habe. Ich würde auch empfehlen, einen Helm mitzunehmen. Also ich habe mir auch wieder im Kopf gestoßen und an einigen Stellen kann auch mal ein Stein runterkommen. Also das ist nicht ganz ungefährlich. Dann hoffe ich, mein kleines Sondervideo von dieser Höhle hat euch gefallen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss!